Ich wünsche einen wunderschönen guten Morgen alle zusammen. Wir machen da weiter, wo wir gestern aufgehört haben. Und zwar bei der Beleuchtung / beim Tacho. Ich habe ja gesagt, ich wollte noch was am Tacho ändern. Und deswegen habe ich das so nicht zusammengebaut. Das hat einen Grund und den machen wir heute. Und zwar habe ich ein anderes Tacho bekommen. Habe ich bei Kleinanzeigen gefunden. Habe mir das geholt. Und das Tacho hat einen Drehzahlmesser. Wir haben hier mein Upgrade-Tacho. Das habe ich gekauft, das hat ein Drehzahlmesser und die Anzeigen wandern hier nach links rüber. Hier seht ihr, ich hoffe, man kann es erkennen gerade, hier sind die Anzeigen ein bisschen größer dargestellt und ihr seht hier kein Drehzahlmesser. Dazu war der Käufer ein bisschen human, was mit gutem Zustand gemeint ist. Ich zeige euch das mal. Hier sind jede Menge Kabel kaputt oder raus. Also die sind nicht kaputt, sondern sind nur raus. Ein einziges ist tatsächlich gerissen. Und das hier an der Seite, das. Was aber lustig ist, das ist genau dasselbe. Es geht halt einmal rum. Frag mich nicht warum, weshalb, wieso. Aber wir werden das Ganze, denke ich mal, einfach hier weglöten, also abschneiden, Kabel anlöten. Und das geht hier auf den Pin Nummer 3, glaube ich, war das. 2 oder 3, eins von beiden. Das habe ich schon halt rausgesucht. Aber bevor wir das jetzt machen, bevor ich jetzt hier irgendwas dran repariere, was hinterher nicht funktioniert, würde ich gerne das Tacho entnehmen, rausmachen. Und dann gucken wir, ob das Ganze funktioniert, zumindest einmal. Also einmal testen, ob Funktion da ist. Wenn jetzt einige Sachen nicht gehen, ist klar. Vielleicht sind ja die Kabel ab oder kommen zusammen oder was auch immer. Alles cool, da kann ich mit leben, aber einmal testen halt. Einfach nur mal durchgucken, ob das Ganze geht oder nicht. Und ein Clipheber oder geht das hier so? Nun ist das hier festgeschraubt. Das ist geschraubt hier. Ja, das ist alles geschraubt. Okay, das ist nicht geklipst wie die andere Seite, das ist alles geschraubt. Okay. Das ein oder andere Plastikteil werden wir auf jeden Fall kleben müssen. Also zumindest da, wo die Halter für die Schrauben sind. Aber das war ja irgendwie klar, dass das mit der Zeit jetzt hier... Kann man das jetzt abmachen? Ah ja, cool. Zack. Na, das ist der nachgerüstete Schalter. Boah, ist aber auch ein Klopper, ne? Können wir sehen? Das ist ein Klopperschalter. Oh, der Arsch, das sind Schrauben, die noch nie gelöst wurden, glaube ich. Ist überall gebrochen. Also immer da, wo geschraubt wird, sind die gebrochen. Ich denke mal, wie gesagt, so alt, so heiß geworden zwischendurch. Ja. Sind auch alles dieselben Schrauben tatsächlich. Habe ich aber jetzt nichts anderes erwartet, tatsächlich. So, 20 Millionen Schrauben, aber ist egal. Wie gesagt, wir machen alles neu. Wir machen alles neu. Also auch die Beleuchtung ja heute. Ne? Die ganze Beleuchtung machen wir heute neu. Auch die hier vom Radio und vom Dings, alles neu. Also oben ist locker und ist bestimmt geklipst. Ja. Unten ist geklipst. Vorne und raus ist es. Nice! Die meisten Sachen haben tatsächlich überlebt, Leute. Überall sind so kleine Brüche drin, also hier auch. Ja, da ist eine ganz kleine Ecke weggebrochen. Gucken wir, dass wir alles kleben gleich. Okay, dann muss ich mal gucken, wie man die Welle abmacht. Ich habe im Internet gefunden, dass da der ein oder andere die Möglichkeit gefunden hat, das da nicht hinterzugreifen zu können, weil, ich zeige euch das jetzt, das einfach nicht funktioniert. Warum funktioniert das nicht? Weil man hier hinten nur mit ganz, ganz kleinen Händen reinkommt. Ich habe das jetzt schon zweimal versucht, meine Hände sind einfach zu dick dafür. So, und jetzt gucken wir, was ich hier machen kann. Da ist so eine kleine Öffnung, wirklich so groß. Und das haben wir mit den Händen rein. Und dann einen Clip zusammendrücken, drehen und gleichzeitig am Kabel ziehen. Bitte. Schafft keiner, glaube ich. Ja. Jetzt müssen wir den so. Und jetzt habe ich es so gemacht, dass ich, das zeige ich euch gleich unten, wenn wir das wieder zusammenbauen, einfach das Gegenstück aus dem Getriebe gezogen habe. Das habe ich auch im Netz gefunden.
Es ist tatsächlich dann ziemlich einfach, wenn du nämlich das Gegenstück, das ist wie so eine ganz normale Welle, wie ihr früher auch beim T3 oder was ist das, glaube ich, auch. Da hat man so eine Welle, die entweder zu einem Rad geht oder zum Getriebe, zum Mo Motor. Ja, Motor, glaube ich, es geht nicht. Getriebe geht, genau. Getriebe geht, Motor geht nicht. Es ist immer Getriebe, stimmt. Bei dem Golf 2 war das auch so. Auf jeden Fall geht es dann ins Getriebe rein. Jetzt habe ich die Seite rausgezogen, alle Clips entfernt. Das ist ein Clip, wo das eingehakt ist. So. Also du brauchst kein Werkzeug dafür, theoretisch. Und dann konnte ich das aus dem Getriebe rausziehen. Jetzt ist das lose unten im Getriebe. Jetzt kann ich mir das hier nehmen, wenn ich es wieder schaffe, da irgendwie hinzukommen. Und ein bisschen Luft nach unten zu schaffen, um dann tatsächlich hier hinter zu kommen. Das heißt, ich kann hier einfach dran ziehen. Jetzt komme ich mit der Hand hier hinter. Ich glaube, ich hab's. Das war auch ganz einfach. Einfach nach links drehen und dann ging das schon ab. Tschüss. So. Ah, okay. Das ab. Tada! Es ist raus. Und das sieht von hinten tatsächlich noch ziemlich schön aus. Hier mal zur Veranschaulichung, wie das aussieht. Das andere habt ihr eben gesehen, wenn das andere aussah. Das sieht tatsächlich noch richtig schön aus hier. Ich habe mal die Kabelfarben verglichen. Ja, ob es jetzt der graue ist oder so. Das sind alles die identischen. Zum Glück waren die Stecker dabei. Alles identisch. Hier sind ein paar mehr dran. Fragt mich nicht warum. Aber lieber ein paar mehr als zu wenig, würde ich sagen. Kann aber natürlich auch sein wegen Automatikgetriebe, aber das kann ich mir gar nicht vorstellen. Kann auch sein, dass hier mal ein anderes drin war. Aber so schwer, wie das jetzt alles zu entfernen war. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Gucken wir mal, ob wir überhaupt erstmal Lötzinn drauf kriegen. Das geht. Das wird sehr heiß, weil es ja direkt Metall ist, ne? Okay, hat besser geklappt, als ich dachte. Das war einfacher, als ich dachte. Ja, das kleben wir jetzt auch mal kurz ab, dass da nichts mehr passiert. Einfach nur, dass das nirgendwo gegenkommen kann. Haben wir schon wieder gefixt alles, ey. Das kann ja so bleiben. Okay. Ist krass, wie das eine da drunter geht, das andere da drüber kommt und so weiter. Das ist total witzig hier. Ja, die Flachbandkabel von vor 30 Jahren, ne? Aber ist krass, was das für einen Unterschied macht, ne? Wie viel guter Zustand das andere ist und wie schlecht das hier eigentlich aussieht, ne? Ja, naja, gut. Jetzt einbauen, testen. Das Ding ist drinne. Zwei Kabel sind angeschlossen. Ich habe wirklich nochmal die Stecker verglichen. Das passt alles. Das Problem an der ganzen Sache ist jetzt, dass ich den gerade schon gestartet habe. Gedacht habe, ich hätte Qualm gesehen. Habe ich nicht. Oder habe ich schon und weiß es nicht so ganz genau. Ah, ich glaube, ich weiß, was das Problem war. Der Stecker hier war nicht richtig drinne. Ah, okay. Vom Lichtschalter der Stecker war ein bisschen rausgerutscht, weil wir den die ganze Zeit bewegt haben. Und auf der einen Seite ist jetzt der Clip abgebrochen. Gut, meine Schuld. Kann sein, dass es da ein bisschen so geschmort hat oder sowas, dass es so aussah, als wenn es brennen würde, aber kann ich mir gar nicht vorstellen tatsächlich. Egal, auf jeden Fall, das funktioniert. Das hat jetzt zumindest fast komplett funktioniert. Ich zeige euch das jetzt gleich nochmal, aber die Batterie ist leer. Das heißt, ich werde das immer kurz ein Batterieladegerät an die Batterie hauen. Einfach, dass die Batterie ein bisschen lädt. So können wir auch hier uns angucken, ob unsere Anzeige funktioniert. Weil es kann sein, dass wir sowieso immer das ganze Ding hier nochmal auseinandernehmen müssen, um halt ja, die gewissen Kabel natürlich zu ersetzen oder halt nachzuziehen und so weiter. Ihr wisst, ne? Kann natürlich auch das Schmoren, kann natürlich auch davon kommen, dass hier irgendwas hinten jetzt Kontakt hatte, ne? Logischerweise. Aber
Wir werden gleich sehen, ob das komplett funktioniert. So, liebe Ladies and Gentlemen, die Batterie wird ein wenig geladen sein. Das heißt, wir versuchen Runde 2. Gucken wir mal, ob das jetzt ein bisschen besser läuft. Ich klemme die Batterie an. So, wir testen jetzt zuerst mal die Beleuchtung. Ich tue die Lampe weg. Beleuchtung geht. Jetzt gucke ich mal, ob jetzt hier irgendwas qualmt, weil, wie gesagt, gerade eben hat irgendwas gequalmt und ich bin mir nicht sicher. Beleuchtung vom halben Tacho geht nicht. Das werden wir dann später herausfinden, warum, weshalb, wieso. Vielleicht sind die ganzen Birnchen kaputt, kann ich mir aber nicht vorstellen. Aber es sind ja auch ein paar Drähte da, sehr wahrscheinlich auch Matsche. Ja, aber es geht ja zumindest ein paar. Die werden wir ja sowieso gleich ändern, also von daher alles gut. Das bedeutet, wir können jetzt zumindest, da wir ja Zündung haben, starten wir mal. Oh. 2000 Umdrehungen. Und ihr seht, die Drehzahl geht. Wenn es ein bisschen abfällt, kann ich mal Gas geben. Kann ich auch so schon. Aus. Ist nicht schlimm, das kann so bleiben. Ich sehe nichts, was brennt hier. Kein Qualm, gar nichts. Das heißt, unser Tacho geht. Drehzahl wird auch angezeigt. Hier qualmt nichts. Ast rein. Gut, das bedeutet, wir können jetzt das Tacho wieder ausbauen. Und schöne LEDs reinmachen und vor allen Dingen die ganzen Kabel dann erneuern, die kaputt sind. Liebe Gantelmanns, wir haben das Tacho hier auf dem Tisch liegen und sind schon seit ungefähr, wie lange sind wir jetzt hier dran, Leute? Also ich bin mit dem Chat da dran, falls ihr auch irgendwo ein Interesse habt, könnt ihr aber bei Twitch vorbeischauen. Ich habe ein Diagramm vor mir auf. Allein das Suchen hat, glaube ich, schon eine halbe Stunde gedauert, bis wir das Richtige gefunden haben. Jetzt haben wir die Pin-Belegungen hier alle richtig. Ich habe meinen Booster hier hingelegt und ein bisschen mit Kabel rumgespielt. So. Und jetzt sind wir an den Punkt gekommen, wo wir das meiste tatsächlich rausgefunden haben. Warum vielleicht einige Sachen nicht funktioniert haben. Und Grund Nummer 1 wird sein, dass wir auf dem rechten hier, also in dem Fall, wenn ihr das dreht, auf dem linken, kein Masse auf der Nummer 2 gehabt haben. Also auf Pin Nummer 2 in dem Fall hier. Ich habe jetzt gerade ein bisschen rumprobiert und sowas. Ja, das Ganze ging nicht gut aus. Ich will euch das ein bisschen ersparen, weil das geht irgendwie so 20 Minuten insgesamt. Und ich will euch jetzt nicht Bruchstücke reinschneiden, sodass ihr halt alles Mögliche sehen könnt. Auf jeden Fall, wir haben alles umgebaut, ich habe alles getestet und trotzdem funktioniert es nicht. Das Tacho scheint einen Kurzschluss zu haben. Sehr wahrscheinlich ein Massekurzschluss oder sogar fehlerhafte Masse. Und das wiederum resultiert in, dass manche Sachen einfach nicht funktionieren. Wir haben die Voltanzeige nicht zum Funktionieren gebracht. Wir haben die Kühlmittelanzeige nicht zum Funktionieren gebracht. Ich habe mehrere Stunden dran gehangen, das alles neu zu löten und so weiter. Auch alles mit dem Chat. Falls ihr das sehen wollt, guckt es euch bei Twitch an. Das ist natürlich alles in den VODs, also in den Aufzeichnungen da zu sehen. Könnt ihr euch komplett detailliert angucken. Der ganze Chat hat geholfen und so weiter. Mega nice. Aber es ist halt unnötig fürs Video hier. Ihr werdet es nicht verstehen. Ich habe es nicht verstanden. Und es funktioniert ja auch nicht hinterher. Ergo, überspringen wir das einfach jetzt hier. Hallo, wer sind Sie? Ich bin dein Nachbar. Ich werde versklavt. Und das Schlimme ist, das stimmt sogar leider. Ja, wir sind hier am Tacho ja dran noch. Und ich wollte kurz anmachen hier, ne? Klar. Ja, guck mal, Tacho. Das Ding ist, stört euch nicht von der Leuchte jetzt, das Ding ist, dass wir das alte Tacho wieder reinmachen mussten, da das andere sehr wahrscheinlich kaputt ist. Warum ist halt wieso? Keine Ahnung. Die Flachbänder, was hast du gesagt? Das ist Kurzschluss irgendwo, ne? Drinne. Irgendwo ist ein Kurzschluss drin. Die meisten LEDs gehen nicht mehr hinterher. Keinerlei Kontrolllampe oder sowas halt wie, was ist hier, Fernlicht oder Batteriestatus oder sowas, funktioniert alles nicht. Rest funktioniert zwar, aber fragt mich nicht warum, weshalb, wieso, aber anscheinend irgendwie ein Kurzschluss. Wir haben uns jetzt dazu entschieden, doch mal das alte reinzumachen mit den LEDs. Und wir haben auch da hinten schon getauscht. Beziehungsweise Freddy macht das gerade. Da kriegst du gar keine. Da müsstest du ist ja bestimmt von hinten gesteckt, hundertprozentig. Ich denke, das kannst, eher, 100, das kannst du ganz rausziehen. Da kannst du mir sagen, was du willst. Ich denke eher, das ist eine Radiobeleuchtung.
Also, ich denke, dass es hinten eine Birne drin ist, was ein Originalradio ist. Nein. Meinst du nicht? Nein, da ist nichts. Das wäre jetzt natürlich doof, ne? Da ist nichts. Nur die Anschlüsse vom. Und wie ist der Aschenbecher beleuchtet? Warte mal. Der wird von unten. Ja, der wird von unten, okay. Aber die Beleuchtung hier ist halt im Radio. Ja, gut, okay, das Radio ist noch nicht so schlimm, weil das werde ich sowieso irgendwann tauschen. Wieder gegen dein Android-Ding? Ja, genau. Mega. Ja, schade. Ja, aber ich glaube, du musst es trotzdem rausmachen dafür, um die Lampe zu tauschen drunter. Meinst du? Ja, ich glaube schon. Nee, ich glaube, den Aschenbecher kannst du so rausschauen. Würde ich aber so, guck mal so lieber. Also nicht, schraub das noch nicht fest. Nee, ich mach jetzt. Ich suche gerade die Taschenlampe. Ja. Achso. Genau. Aber warte, bevor das leuchtet, warte mal noch weg. Dass ihr das jetzt seht, ne, was das für einen Unterschied macht. Guck dich das mal an. Das ist der Unterschied zwischen Radio und ja, Klimabedienteil, nennen wir das jetzt mal. Das ist schon krass, das ist jetzt nur, weil die Kappe nicht drauf ist. Das sieht schon ganz nice aus. Hier oben, die werden wir vielleicht noch tauschen, weil die zu hell ist vielleicht. Nee, mal gucken. So raus. Aber das sieht schon Porno aus. Aber das holen wir jetzt trotzdem so raus. Ja, mach mal. Mit gelöstem Radio. Mach mal, und dann können wir das hier alles wieder zusammenbauen, endlich. Puh. Ja, war auch wieder, schon wieder eine lange Fummelerei. Auch mit dem Löten bei dem anderen Tacho und so weiter. Es ist zwar schön und gut, man kann es auch alles retten. Ich denke, das ist auch rettbar. Ich kann ja mal gucken, vielleicht kriege ich diese Folie für hinten ja neu, weil die ist ja, die Folie war nur draufgeklebt, ne? Also nur draufgelegt, ne? Ja, die wird dann an diesen Pinnen quasi draufgedrückt, sodass die festhängt und die Stecker halten das dann alles. So ist mein Plan. Also so denke ich, dass das so ist. So, mal gucken. Und ich werde dem Verkäufer schreiben, weil ich habe das gebraucht bei eBay Kleinanzeigen gekauft, dass das Ding tatsächlich Schrott ist. Wir werden sehen. Der hat mir auch komischerweise hat er mir geschrieben, ja, ich habe noch ein anderes, das anderes verkauft und ich schickte das und ja, ja. Naja, wir werden sehen. Aber es ist halt natürlich ein bisschen doof gelaufen jetzt. Also, graden wir noch die anderen LEDs oder Lampen ab? Ist das noch deine Nein, das will ich nicht zeigen. Also, ihr könnt euch dann erinnern, wo wir die Muttern auf die Felgen geschweißt, damals auf die Nüsse geschweißt haben, wegen dem Felgenschloss. Wir haben das Felgenschloss an sich gefunden. Lag im Ziege, hier, wer ist das? Aschenbecher, ne? Aschenbecher-Ding. Ja, das andere war ja schon mal gehebelt. Du musst die trotzdem vorher ein bisschen weghebeln. Sonst werden die nicht aufgehen. Ja, doof gelaufen. Sollte das Auto auch gut kontrollieren. Aber naja, ich zeige euch gleich, wenn wir fertig sind. Und dann sind wir damit auch durch mit dem Upgrade. Ach, hinten müssen wir auch noch machen. Ja gut, okay, kriegen wir auch noch hin. Jetzt habe ich einen Kameramann. Jetzt hast du einen Kameramann. Voll geil, das muss aber auch gut sein, ne? Und nicht wackeln. Wenn du jetzt noch das Licht anmachen kannst, dass Leute sehen, wie das aussieht jetzt, Leute, hier. Leute, ich krieg von meinem Chef leider keinen Gimbal oder so. Der ist echt geizig. Guckt euch das an. Also Radio können wir nicht tauschen, also die Glühbirnen, weil das sehr wahrscheinlich halt im Radio selber so verbaut ist. Ist aber nicht schlimm, ich ändere das Radio eh, auch wenn jetzt die meisten Leute haten mich werden, dass das nicht original bleibt. Ich behalte das aber logischerweise, weil wegen Hartzulassung, ihr wisst, ne, muss ja immer originales Radio drin sein. Das ist mega geil geworden. Der Rest ist auch ultra cool. Vielleicht hole ich mir noch eine andere LED für oben, weil ich gerade eben gesagt habe, das hier. Das stört mich schon ein bisschen, weiß nicht warum. Das wirkt so nicht ganz fertig. So. Aber das hier unten, guckt euch das mal an, wie hell das jetzt hier ist. Ich weiß nicht, ob man das eben gezeigt hat, also ob wir das aufhatten, wo wir das gezeigt haben. Das ist halt voll geil. Das ist schon richtig nice. Ja. Jetzt können wir anfangen, wieder zusammenzubauen hier. Richtig, richtig geil, ey. Freut mich. Fertig. Guckt euch an. Batterie ist ab. Machen wir Batterie dran. So. Guckt euch an. Komplett fertig. Auch hier das schön am Leuchten. Hier leuchtet es leider nichts. Finde ich ein bisschen schade. Aber gut, hier unten leuchtet es halt grün. Ja, wie ihr seht, ist das Lenkrad ab. Das ist eines der nächsten Videos. Werdet ihr dann sehen. Hier muss einiges gefixt werden, weil ich will den Startknopf nicht mehr haben. Ich will ganz normal über den Schlüssel starten. Und ja, das gehört dazu. Aber ansonsten denke ich mal, ist das ganz gut geworden. Wir haben Fehlerdiagnose gemacht. Mit der Lampe hier oben muss ich mir noch einfallen lassen. Was hast du gesagt wegen der Lampe oben? Das ist so 70er-Stellung mäßig, ne? Ja, so. Ja, weil die am hellsten. Geschwindigkeitsmarkierung. Ja, ich weiß nicht. Man kann es so sagen, ja. Aber ich finde, dass es ein bisschen komisch aussieht. Wie gesagt, vielleicht ändere ich das noch, aber das ist eine andere Sache. Das kann ich ja nebenbei machen. Aber alles ist zusammengebaut. Wir haben sogar noch einen Halter geflickt vom Benzintauschschalter. Unterdruckschlauch. Genau. Ach so, der stimmt. Genau, Leute. Ich mache die nächsten Tage auch noch mal ein Video über das Unterdrucksystem hier im Auto.
Das Ding ist halt, dass wir was unabsichtlich gefunden haben in der Theorie. Wir haben ja das Radio rausgemacht, aber vom Radio oder was für Klimateil? Radio, ne? Radio. Radio, genau. Radio war draußen. Dann haben wir gesehen, dass eine Unterdruckdose auch Unterdruckschlauch ab war. Und die war hinterm Armaturenbrett. Tricky-mäßig gesehen. Das werdet ihr aber dann sehen, aber haben wir auch gefixt. Das war eine richtig coole Sache. Ich sage Dankeschön fürs Zuschauen, dank dir fürs Helfen. Gerne. Ja. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Nicht vergessen, kommentieren, liken, ab. Tschüss.